Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es unser erstes Review zu einem Mad Mouse Tabak. Als erstes geht es um den Eisbonbon Hardcore Nana. Der Name hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Wir gucken mal, wie der so ist. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit unserem ersten Mad Mouse Tabak. Vielen, vielen Dank erstmal an den Bartosch. Der hat mir einen Shot mitgegeben, sodass wir das Ganze testen konnten. Aber leider können wir euch auch keine Dose zeigen. Aber die sind ganz nett designt. Das ist halt so ein bisschen cartoonmäßig draufgeschrieben mit dem Mad Mouse Schriftzug. Aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Es sind diese ganz normalen Dosen, die man schon von True Passion 187 und Co. kennt. Schnitt und Feuchtigkeit blenden wir euch als erstes mal im Kopfbau ein. Wir haben das Ganze im Werkbund Spott gebaut. Mit einem flachen Sieb drinnen, einem Kaminaufsatz obendrauf, drei One Nation Kohlen und dann läuft das Ganze auf jeden Fall sehr nice. Schnitt ist okay, geht vollkommen klar, ist so mittel bis fein, würde ich sagen. Und Feuchtigkeit geht auf jeden Fall auch klar. Was soll das Ganze sein? Eisbonbon und Minze. Ja, so einfach ist das Ganze. Eine Hardcore-Minze, also hoffen wir mal, dass da auch ordentlich was bei rumkommt. Aber erstmal der Geruch und bei mir noch ein bisschen der Rauch. Ja, das erste Mal, als ich meine Nase reingehalten habe, dachte ich mir so, diesen Geruch kennst du eigentlich schon. Und dann ist mir so nach und nach eingefallen, woher denn überhaupt. Und diese Vivil, Vivil, wie auch immer die heißen, Lutschpastillen, die man in so einer Rolle bekommt, riechen eigentlich komplett identisch. Also es ist eine richtig geile Minznote am Start. Von Eisbonbon merke ich da jetzt nicht so viel raus oder rieche ich nicht so viel raus, aber es ist auf jeden Fall eine brutal gut getroffene Pfefferminze am Start, die mir sehr gut gefällt. Mhm. Und trotzdem ist es noch sehr, also ziemlich süß. Was man noch dazu sagen muss, ihr habt es ja eben schon im Kopfbau gesehen, das Ganze in grün. Ich weiß nicht, wie die Jungs das machen. Weil Farbstoff eigentlich verboten, aber auf jeden Fall grün. Vielleicht natürliche Mittel, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was man Grünes in Tabak packen kann, dass man nicht schmeckt, das aber den Tabak komplett grün färbt. Mhm. Auf jeden Fall ist er grün, sieht ganz witzig aus, gerade für einen Minztabak. Ich rieche nochmal dran. Ja, und also für mich ganz, ganz krass im Vordergrund auf jeden Fall eine heftige Nana-Minze. Nana-Minze ist so marokkanische Minze, so eine Art Pfefferminze, aber noch ein Ticken anders. Ich würde sagen, ein bisschen süßer vielleicht. Aber riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Aber Eisbonbon rieche ich nicht. Also null, wirklich gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Ich rieche da wirklich nur Minze raus. Keine Ahnung, wo da das Eisbonbon sein soll. Ich muss aber auch dazu sagen, ich vermisse es nicht. Ja? Also riecht so schon wirklich brutal gut. Deswegen, ja, Eisbonbon ist zwar nicht drinne, stört mich aber in dem Fall auch nicht. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack. Ist für mich genau dasselbe. Also ich muss auch noch dazu sagen, ich kenne diese Vivil, Bonbons, Kaugummis. Kaugummis sind das, ne? Nee, nee, so Lutschpastillen. Lutschpastillen. Ich kenne die nicht. Beziehungsweise ich hatte die mal vor 100 Jahren oder so. Aber es schmeckt auf jeden Fall einfach nach einer sehr, sehr geilen Minze. Was besonders ist an dem Tabak, ihr habt wirklich im Mundraum, also vorne, nicht hinten im Rachen, eine sehr, sehr schöne Kühle, die auch echt lange hält, also ein sehr schönes, frische Gefühl. Zum Beispiel beim Supernova von Darkside oder bei anderen Menthol-Tabaks habt ihr das ja oft, dass ihr wirklich im Rachen eine krasse, kühlende Note habt. Das ist bei dem nicht so, das ist wirklich vorne im Mundraum, was ich ziemlich geil finde. Es fühlt sich fast an, als hätte man gerade die Zähne geputzt, ohne jetzt diesen für mich negativen Zahnpasta-Geschmack zu haben, sondern leckere Minze. Ja, bei mir ist es so, nach wie vor schmeckt der Tabak weiterhin nach diesen Vivil-Lutschpastillen. Ich finde es mega geil. Ich finde diese Kombination einfach unheimlich gut. Sie ist sehr frisch. So wie du sagtest, im Mundraum hat man die Frische leicht, im Rachen natürlich auch, aber trotzdem, dieser Vordergrund ist wirklich im Mundraum, dass man diese Frische hat. Gefällt mir ziemlich gut und ich muss sagen, ich werde mir davon safe noch vielleicht sogar ein Kilo holen, weil ich finde den so unheimlich lecker. Also ich finde gerade, wenn man richtig Bock hat auf eine geile Minze, die wirklich, wirklich was kann, dann würde ich zu diesem greifen und ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass er eventuell auf einen der Platz Nummer 1, also Platz Nummer 3 kommt, weil ich finde den echt brutal geil.
Es macht Spaß, den zu rauchen. Und ich muss auch dem deswegen 10 von 10 Sternen geben, weil er einfach so extrem gut ist. Also ich habe mich innerhalb von den ersten Zügen direkt in den verliebt, weil ich den einfach so lecker finde. Ja, und aber auch nein. Also, der Tabak so wie er ist, wenn ich den einfach nur ganz subjektiv, wie er mir gerade jetzt schmeckt, bewerten soll, brutal gut. Ja, wäre ich voll bei dir, wird auf jeden Fall auch bei mir eher höher ranken, also wirklich ein verdammt leckerer Tabak. Wenn ich den aber als Eisbonbon Minze bewerten soll, muss ich sagen, verkackt er halt so ein bisschen. Weil da ist halt kein Eisbonbon. Ja, das stimmt. Also, ne, also für das, was er sein will, ist er nicht, aber das, was er ist, ist er verdammt gut. Also, ne, es ist ein bisschen komisch. Deswegen kann ich ihm auch irgendwie nicht 9 oder 10 Sterne geben, was ich ihm eigentlich gerne geben würde, weil er verdammt lecker ist. Aber die Eisbonbon-Note fehlt einfach komplett. Also, meine Bewertung als Eisbonbon-Minztabak wäre 6,5, weil Eisbonbon ist einfach komplett nicht drin. So komplett gar nicht. Ich will, selbst wenn ich versuche, irgendwas rauszuschmecken, ist nicht dabei. Wenn ich ihn als Minztabak bewerten soll, 9,5 Sterne. Da geht es einfach nicht viel besser. Einfach eine sehr, sehr leckere Minze, finde ich Bombe. Ja. Ja. Wie siehst du das? Ja, du hast schon recht auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nicht das, was es sein soll oder sein will. Also es ist wirklich keine Eisbonbon-Pfefferminze, aber eine brutal geile Pfefferminze. Und für mich, ich würde dem persönlich immer weiterhin noch diese 10 Sterne geben, weil ich finde einfach, er kann einfach einiges. Und ja, es ist kein Eisbonbon, aber wenn ihr Bock habt auf eine richtig geile Pfefferminze, dann holt euch den, weil 10 Sterne von mir für so eine Pfefferminze sagt gesagt, einiges. Die Pfefferminze ist brutal, aber... Ich glaube, wir lassen es einfach so stehen. Wir lassen einfach 2 verschiedene Bewertungen da und fertig. Beziehungsweise sogar 3, weil von mir 2 ja, sozusagen. Genau. Also es ist ein bisschen komisch, es ist ein bisschen schade, aber eigentlich auch wieder nicht. Leute, wir könnten da jetzt noch eine Stunde weiter drüber rumdiskutieren. Ich glaube, wir haben genau rübergebracht, was wir meinen. Es ist nicht das, was es sein soll, aber das, was es ist, ist es verdammt gut. Das habe ich schon gesagt. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit für den Tabak. Und das soll es dann auch für das Review gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Falls ihr noch keinen YouTube-Account habt, macht euch einen, lasst ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.